Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Zweifach-Unboxing von Männerboxen. Einmal gibt es die Blackbox Men und die Glossybox Men. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blackbox Men ist leider schon etwas eher eingetroffen und da habe ich schon ein Video zugedreht. Deswegen wird dir gleich die Vergangenheits-Claudi das Unboxing quasi präsentieren und danach mache ich mit der Glossybox Men weiter. Also erstmal ab in die Vergangenheit. Wir haben hier eine Beautybox für Männer. Die kostet regulär 24,95 €, wenn du die abonnierst. Kommt die, glaube ich, alle 3 oder 4 Monate, kostet 16,95 € pro Box. Und wir haben hier immer einen ziemlich krassen Warenwert drin. Wir haben hier immer ein Parfum drin und eigentlich ist es ein optimales Geschenk für jemanden, im wahrsten Sinne des Wortes jemanden, der auch so ein bisschen Wert auf Körperpflege, Gesichtspflege, Tüdelü, Tralafitti legt und wo man einfach weiß, okay, dem kann ich eine Freude damit bereiten. Man kann die aber auch so kaufen und dann halt so einzelne Produkte daraus verschenken. So handhabe ich das halt super oft, ne? Und ja, ich habe diese Box im Abo, einfach um sie hier zu zeigen, habe ich mir sie abonniert und auch um meinen Freund immer mal wieder ein bisschen glücklich zu machen. Und ja, weil ich halt auch eigentlich ganz gerne an die Männer in meinem Umfeld ein paar Pflegeprodukte gebe. Und ich entferne einfach mal den Deckel und dann schauen wir mal zusammen hinein. Ja, was man natürlich auch berücksichtigen kann, hier sind zum einen Unisex-Produkte auch drin enthalten. Das heißt, Produkte, die ich meinem Freund dann auch ganz gerne mal mopse. Und hier sind auch Produkte drin enthalten, die einfach einen aquatischen Duft haben, den man durchaus als Frau auch verwenden kann. Also ich kenne viele Frauen, die auch super gerne irgendwelche Männer, in Anführungsstrichen, Deos verwenden, ne? Einfach weil die den Duft so feiern. Und ich zum Beispiel verwende super gerne Männer-Rasierer, weil die einfach effektiver sind. Okay, also hier haben wir einmal ein Klebi drauf, Blackbox Men, schwarzes Papier, kein Duft. Und dann haben wir einmal ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und diverse Produkte lachen uns schon mal direkt hier oben an. Sogar ein Spiel. Okay, also erstmal gucken wir, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Denn die Männer haben mittlerweile nicht nur ein Motto, sondern auch so ein bisschen Motivation am Start mit dabei. Also Work Hard, Party Harder ist hier scheinbar das Motto. Läuft. Hey! Alexa Studio an. Okay. Also wirklich? Und da muss man hier immer hingehen und ein paar manuelle Viecher habe ich hier nämlich noch, die ich zuschalten muss. Was ist das denn hier, Lady? Hm? Wie sie einfach keinen Bock mehr hatte. Läuft bei ihr. So. Alte Zippe. Okay, also, wir haben Work Hard, Party Harder, ne? Mit ihm wird jede Party zu einem wahren Highlight, denn das Party-Animal lebt für die Nächte, stürmt regelmäßig die Tanzfläche und weiß bereits Wochen vorher, wo die besten Veranstaltungen stattfinden. Mit seinem Charme zieht er jeden in seinen Bann, weshalb er auch liebevoll Everybody's Darling genannt wird. Er sorgt immer und überall für gute Stimmung und ist der Treibstoff jeder Party. Dank der neuen Blackbox Men Party Animal ist ihm auch der nächste große Auftritt sicher. Eine Box, die alle Must-Haves für eine lange Partynacht vereint und den selbstbewussten Mann auch am Morgen danach nicht im Stich lässt. And now celebrate the party. Okay, also Party Animal ist hier tatsächlich das Motto, läuft bei ihm. Und hier haben wir dann die Produkte aufgeführt mit Preisen und so weiter. Und ja, dein perfekter Party-Drink Bramble habe ich ja auch noch mit am Start. Das ist ein Cocktail mit Gin. Und dann gucken wir hier mal durch. Also, Augenpatches, das kann ich vielleicht meinem Freund wirklich mal gönnen. Wir haben ein kleines Baby. Der kleine Mann wird diese Woche 4 Wochen alt und stellt unser Leben auf den Kopf. Ich persönlich verwende super gerne Augenpatches, um einfach ein bisschen frischer auszusehen. Und ich glaube, mein Freund könnte auch mal welche gebrauchen. Das hier sind jetzt einfach so Hydrogel-Augenpatches von Balea Men. Ne? Ich finde es cool, dass Balea auch eine eigene Männerlinie hat, einfach um die Männer vielleicht ein bisschen mehr anzusprechen und zu animieren. So, hey, ne? Vielleicht hast du Bock auf Pflege. Ist mit Hyaluron und Koffein und ja, also Hyaluron, Feuchtigkeit, Koffein, Energiekick und dementsprechend kann das echt was werden. Vielleicht hat mein Freund da Bock drauf. Dann habe ich hier super simpel, Spiel fertig in 3 Minuten. Trinkfreunde, jetzt wird gebechert. Das Trinkkartenspiel mit Spaßgarantie ist natürlich nice, ne? Mit Viktor Wodka, Pia Prosecco, Michi Meister, Olivia Obstler und Luigi Limoncello.
Das ist ein Spiel ab 18, ist ziemlich süß. Fun Fact, mein Freund und ich trinken beide nicht so wirklich Alkohol. Ab und an, wenn ich nicht schwanger bin oder stille, trinke ich mir gerne mal einen. Aber jetzt nicht so exzessiv, wie das mal irgendwann, also jetzt nicht, ne, schlimm, aber vielleicht doch, man weiß es nicht. Aber es ist bei weitem nicht mehr so, wie es halt auch mal war, ne. Ich bin durchaus in der Lage, ohne Alkohol sehr verrückt zu sein, sehr viel Spaß zu haben und brauchte eigentlich auch keinen Kater am nächsten Tag, zumal ich eigentlich sehr zu Migräne so neige und dementsprechend habe ich dann irgendwann mal entschieden, kein Alkohol mehr zu trinken. Ja, und mein Freund trinkt halt auch kein Alkohol und dementsprechend wird das ja auf jeden Fall mal weiter wandern, aber das ist nicht schlimm. Ich habe Freundinnen, die werden sich darüber freuen oder ja, vielleicht packe ich das mal beim Mädelsabend aus oder so. Müssen wir mal gucken. So, dann haben wir hier von Zahnpasta, yay, Carrara Culture of Care Exclusive Whitening Toothpaste with Marble, Mint Lemon Flavor. Yay, 75 Milliliter. Es ist eine Zahnpasta. Ja, ein schönes Lächeln gehört auch irgendwie zu Körperpflege, Gesichtspflege, Kosmetik mit hinzu. Im weitesten Sinne ist auch ein Drogerieartikel, ist bestimmt nicht drogeriepreisig. Bin ich kein Fan von, tatsächlich, sowas in Beautyboxen oder in generell Boxen, Adventskalendern, wie auch immer zu haben. Fun. Okay, ja, ich hatte gerade erst was ganz anderes gelesen, wobei es ist Vaseline, aber es ist für die Lippen. Ne, es ist von Vaseline als Lippenbalsam gedacht, okay. Ja, weil das Produkt, also die Marke an und für sich kommt ja woanders her, ne? Deswegen fand ich es gerade im ersten Augenblick sehr, ganz, sehr, sehr funny. 10 Gramm sind hier drin enthalten, das ist ein Tübchen für die Lippen. Das kann man jetzt natürlich super gut gebrauchen, das ist definitiv ein Unisex-Artikel. Ja, den kann man auf jeden Fall mit der ganzen Familie verwenden, um das mal so zu sagen. Ne? Das ist einfach eine Lippenpflege und ja, finde ich gut. Sowas passt auch in eine Box so mit rein. Ne? Wow. Dann habe ich hier ein Otto Kern Ultimate Black Body and Hair Shampoo mit 75 Millilitern. Ja, finde ich auch immer schön, sowas drin zu haben. Das sind dann meistens so Düfte, die dann auch, also sowohl als Parfum gibt sowas dann, als auch als Duschgel. Das ist ja bei Frauenprodukten genau das Gleiche, ne? Und das würde dann, wenn man das Parfum hätte, natürlich diesen Duft verlängern, auf der Haut auch mehr so zum Ausdruck bringen. Aber, ja, also, ne? Riecht wie ein ganz normales Männerduschgel, würde ich jetzt einfach mal so sagen. So nach dem Motto, kennst du einen, kennst du alle. Aber es riecht gut, ne? Also ich mag halt gerne diesen Duft, diesen etwas herberen Duft, den viele Duschgels, viele Männerdeos so haben. Einfach so typisch Männerumkleide, nachdem geduscht wurde. Und nicht Pumakäfig, ne? Aber ja, also da kann ich mir vorstellen, dass mein Freund sagt, ja, nehme ich wohl. Kann ich wohl was mit anfangen. Dann haben wir hier auch ein Getränk drin, The Fred. Hatte ich letztens in einem anderen Adventskalender auch mal gefunden. Das war The Fred mit Chill dich mal Gedönsen. Und das hier ist jetzt The Fred Night Rider mit Cranberry und Passionsfrucht Nummer 4. Okay, ich hatte bei dem anderen irgendwie ein Schaf drauf, glaube ich. Hier ist jetzt nichts drauf. Okay. Kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten, Kaktusfeige, Kurkuma, Goji, Ginkgo, Artischocke, Ingwer, Hagebutte, Vitamin und Mineralstoffen. Ach, du ahnst es nicht. Das hört sich echt krass an, Leute. Das muss ich wirklich sagen. Puh, okay. Wer kennt sie nicht? Die Nacht von Freitag auf Montag. Geil. Das ist einfach irgendwas, was dann dazu führen soll, dass du weniger Kater hast wahrscheinlich oder dass es dir einfach besser geht. Ne? Ich denke, das ist dafür irgendwie gedacht. Ein Parfum habe ich hier dran von Kalin Infinite Navy, Kalin Homme Eau de Toilette for Men. Das ist ein Parfum mit 60 Millilitern. Das gibt es, glaube ich, im Rossmann auch zu kaufen. Ich habe Kalin für die Frau auch schon mal gehabt. Das sieht mir jetzt einfach nach einem aquatischen Duft aus, ne? Tada, was habe ich jetzt hier? Hier ist noch ein bisschen Food drin enthalten. Okay, sehr, sehr wenig Beauty, ehrlich gesagt. Auch irgendwie. Na, wir kommen nachher zum Fazit. Hier habe ich von, was ist das? Finisher
Asia Spice Gemüse Fisch Reis Finisher für Genuss aus Fernost. Würzen und fertig, ruckzuck lecker, natürlich genießen. Okay, Bio Kurkuma, Bio Telly Cherry Pfeffer, Bio Lemon Mürtle steht hier drauf, 80 Gramm. Wir sind Fans von Just Spices, nicht nur weil ich die Kooperation habe, sondern weil wir die Gewürzmischung wirklich klasse dort finden und auch diese Aufbewahrungspöttchen halt voll feiern. Das hier ist halt schön, dass es da ist, aber würden wir jetzt so nicht verwenden. Ne? Das hier wird definitiv direkt weiter wandern. Ist aber nett, ne? Aber ganz ehrlich, wir haben halt eine Zahnpasta und ein Getränk und diese Gewürzmischung und dann halt dieses Kartenspiel als Nicht-Beauty-Artikel und dann die Vaseline, die Augenpatches, das Shampoo und das Parfum als Beauty-Artikel. Ein bisschen wenig. Jo, und dann habe ich hier jetzt einmal die Glossybox Men, die mich hoffentlich etwas mehr abholt. Also du zahlst 25 Euro für die Glossybox Men. Die ist ein bisschen teurer dementsprechend ja auch. Aber wir haben meistens dann doch einen ziemlich krassen Unterschied auch vom Inhalt her. Und es fängt jetzt schon dieses Mal tatsächlich damit an, dass wir zwei Boxen geliefert bekommen haben. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was die Glossybox Menschen sich dabei gedacht haben. Ist ein tolles Weihnachtsgeschenk, was hier auch noch irgendwie mit dabei ist, ne? Das ist schon krass. Ja, hier habe ich dann einmal die Glossybox Men Limited Edition, The Cold Season Edition. Während der kalten Jahreszeit geht doch nichts über Produkte, die deinen täglichen Badezimmer-Sessions den nötigen Pflegeboost sowie auf den Punkt abgestimmte Inhaltsstoffe liefern. Genau das tut unsere Produktauswahl dieser winterlichen Men-Box. Ja, und dann hast du hier noch ein digitales Leaflet, wo du reinschauen kannst, wo da ein bisschen ausführlicher was drin steht. Da suche ich euch die Preise dann auch entsprechend natürlich raus. Und ich mache jetzt mal das Schleifchen auf. Natürlich ist es alles sehr, sehr prall gefüllt, ne? Das ist schon krass. Und ich sehe hier drin ein Produkt von Avant. Es ist nämlich hier so ein bisschen schief gewickelt. Brauche jetzt soweit nach nichts. Und das hier ist ja der Blick in die Box. Aber wir schauen jetzt allererst mal, weil ich neugierig bin, was es hiermit auf sich hat. Dieses Tabak, das Parfum, das hat mein Freund auch mittlerweile schon da. Ne? Das gab es auch mal irgendwo in einer Men-Box mit drin. Und das findet er sehr, sehr gut vom Duft her. Also das ist mit eins seiner Lieblingsparfums, die er halt auch tatsächlich verwendet. Was sehr interessant ist, weil sonst steht er total auf Boss Bottled und alles, was nicht Boss Bottled heißt, wird nicht verwendet. Aber das Tabak, das hat sie ihm auch angetan, weil das auch einen ganz besonderen Duft hat und nicht dieses 0815 Männerparfum Parfüm ist. Ich mache jetzt hier einfach mal die Banderole ab und okay, hier hinten steht es ja drauf. Ne? Also wir haben ein Eau de Cologne und ein Deo-Stick. Ich glaube, das wird beides dann nicht hier bleiben. Es sieht sehr, sehr schön aus, definitiv. Ne? Also das kann man nicht anders sagen. Das ist eine schöne Geschenkgeschichte. Ciao. Ja, ich habe da eben was rausgefischt. Ne? Toller Duft, aber wir haben ja einen Deo-Stick. Gar nichts für meinen Freund. Der mag keine Sticks. Der ist eher so der Sprühmensch. Schade. Und das Eau de Cologne, er hat ja noch das Eau de andere. Das Parfum oder so, ne? Vielleicht ist das hier mal so ein spontan Geschenk-Idee-Produkt, ne? Was ich dann mal meinem Papa oder sonst irgendwem schenken kann. Deswegen kommt das bei mir einfach habt ihr sowas auch? Notfallgeschenke-Kiste? Weiter geht's. Ich habe noch was von Tabak hier drin. Und Craftsman 3-in-1 Fluid, Rasur, Bart und Hautpflege, 50 Milliliter. Mein Freund wird das sicherlich in die Hand nehmen und sagen, ach cool. Letztendlich dazu greifen wird er aber wahrscheinlich eher weniger, weil der halt selten so diese Gesichtspflegesachen nehmen möchte. Aber gut, ich werde es ihm einfach mal hinstellen, ne? Mal gucken, ob er Bock hat, das zu verwenden. Anti-Irritation, beruhigend, geschmeidig, weiche Barthaare, pflegend. Ja, mein Freund hat auch einen Bart, ne? Und Hautpflege, da hast du halt alles in allem. Das ist schön, Feuchtigkeit spendend und schützend, ne? Mal gucken. Rieche ich jetzt nichts raus. Kann ja hier dran riechen, ne? Ja, das riecht halt richtig gut. Das ist dieses klassische, wonach Tabak halt riecht. Nur noch so ein bisschen Frische ist mit am Start. Also das riecht schon sehr, sehr angenehm. Mal gucken, ob er das feiert. Mal schauen. Dann habe ich hier, wie gesagt, ein Produkt von Avant mit am Start. Das wird den Boxenpreis oder Boxenwert hier natürlich noch explodieren lassen, weil das ist hier so ein Lipbalm, Lippenprodukt, was irgendwie, keine Ahnung, 60 Euro kosten wird. 10 Milliliter haben wir hier drin.
Avante ist halt eine Marke, die haben wir jetzt wirklich in super vielen Adventskalendern gefunden, wo die Adventskalenderpacker irgendwie noch den Wert hochpushen wollten, um das schön aussehen zu lassen. Ja, also das sehen wir immer wieder in Beautyboxen, das sehen wir jetzt halt auch wieder hier. Wenn es ein Viertel vom Preis kosten würde, finde ich, würde das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen bei der Avante-Pflege. Aber ja, es ist halt immer so mega übertrieben einfach, ne? Einfach übertrieben. So, hier habe ich 4 Parfumproben von dem Tabak. Einmal Craftsman, einmal das Eau de Toilette und das Gravity. Da kann man mit Doppel-N natürlich jetzt einfach mal schnuppern, welche Variante einem da am besten gefällt. Finde ich nett, ist okay, kann man machen, zumal man ja auch ein wirklich original Parfum hier mit bei hat, ne? Also quasi ein Eau de Cologne. Und dann habe ich hier von Polar eine Nachtcreme mit der Boreal-Alge, 20 ml sind hier drin. Also das ist ein Unisex-Produkt, ne? Wir haben immer in diesen Männerboxen halt sowohl Männer- als auch Frauenprodukte, als auch Unisex-Produkte, als alles Mögliche. Du hast hier, also Männerprodukte, Frauenprodukte, du hast hier halt Unisex-Produkte auch mit dabei. Und sei es bei dem Avant oder bei dem Polar. Ja, ne? Das finde ich auch immer ganz cool. Ja, weil das zeigt halt, nicht jedes Produkt ist in dem Sinne darauf gemünzt, ich bin ein Produkt nur für Männer, ich bin ein Produkt nur für Frauen. Es gibt durchaus Frauen, die mega Bock haben auf diese maskulinen Düfte oder auf die aquatischen Düfte. Genauso gibt es Männer, die Bock haben auf blumige Düfte, ne? Und da, ja, ist auch Wumpe, ob da Woman oder Man draufsteht. Bei manchen Produkten sollte man ein bisschen mehr drauf achten, wenn es halt wirklich um Wirkstoffe geht oder so. Männer haben meistens eine etwas andere Haut, weil sie ja etwas unrobuster, sie haben eine unsensiblere, robustere Haut. Das sehe ich bei meinem Freund zum Beispiel auch. Die Lederhaut ist dicker, das war das, ne? Und dementsprechend brauchen die eigentlich eine andere Gesichtspflege. Deswegen wundert es mich, dass wir hier eine Nachtcreme drin haben, die man sowohl als auch verwenden kann. Aber wenn es dann um Serien oder sowas geht, da sollte man vielleicht schon ein bisschen mehr drauf achten, ne? Genau. So, dann habe ich hier ein Shampoo. Das wird mein Freund nicht brauchen. Der hat 3 mm Haare, glaube ich, oder 4. Lumine Keratin Recovery Shampoo. Und das ist Gentle on Scalp, Cooling Effect, Strengthens Hair, 100 ml. Wenn das Cooling Effect hat, dann ist es auch nichts für mich. Deswegen wird es dann entsprechend weiter wandern. Genau. Ja, sieht auch ganz hübsch aus, ne? Ist halt so eine schöne Unisex-Verpackung. Aber es wird weiter wandern. Und dann haben wir hier noch etwas mit drin, was ich immer ganz gut finde. Wo ich halt auch sage, Mensch, das sind halt Produkte. Oh, hier haben wir noch mehr drin. Was sowohl Männer als auch Frauen, ne, gleichermaßen verwenden. Ich verwende immer Männerrasierer. Und hier haben wir von Isana Men einen Body 5 Klingensystem Rasierer. Sowas finde ich gut, ne? Der wird bei uns verwendet. Wir haben aber tatsächlich eigentlich beide, jeder von uns hat einen Rasierer, wo wir die Köpfe ja auch immer austauschen. Und das hier hat eigentlich auch Austauschköpfe. Dann ist es eigentlich total verschwenderisch, wenn wir sagen, wir verwenden den jetzt auch. Weil eigentlich würde ich ja auch gerne mal gucken, ob so ein Isana-Rasierer halt auch was taugt. Weil ich hatte, glaube ich, noch nie einen von Isana. Muss ich mal gucken. Ist auf jeden Fall mit 5 Klingen. Sowas finde ich auch immer ganz gut, weil das geht dann einfach immer schneller. Angeblich verstopfen die dann dadurch auch schneller. Ich weiß es nicht. Also ich komme mit 5 Klingenrasierern eigentlich immer sehr, sehr gut zurecht. Ja, deswegen, ne? Ja, fühlt sich jetzt hier auch sehr leicht an. Ich persönlich mag es eigentlich auch ganz gerne, wenn die etwas schwerer in der Hand liegen. Da ist jeder hier aber auch anders. Und als letztes habe ich hier was drin. Das ist auch ein Unisex-Produkt definitiv. Pure Oil Tea Tree Oil Australian Body Care. Da sind 10 ml drin. Das ist Teebaumöl und das kannst du super gut verwenden, wenn du so Unreinheiten hast, ne? Dann tupfst du das so ein bisschen da drauf und dann verschwindet der Pickel oder sonst irgendwas. Und das finde ich ganz cool. Deswegen finde ich, ist das auf jeden Fall ein gutes Produkt, was definitiv auch in der Männerbox ganz gut aufgehoben ist. Das war's mit der Box. Also ich fand die Box besser, definitiv besser als die Blackbox Men, muss ich wirklich sagen. Wir haben hier deutlich coolere Produkte drin enthalten, irgendwie mehr Pflege und nicht so dieses Food-lastige. Ihr könnt mir aber gerne auch mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr euch dann eher für die Glossybox Men entscheiden würdet oder für die Blackbox Men. Und das war's hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen.
Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!